So Leute, es ist soweit. Wir lüften die Bücher darüber, wer die Product Chart Challenge gewonnen hat. Aber wir möchten vorher uns dabei bedanken. Warum wir? Weil ich war ja nicht allein in der Product Chart Challenge. Vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Es hat mich unglaublich gefreut zu sehen, wie ihr meine Footage eingesetzt habt. Vielen lieben Dank für eure Einsendung. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Ich habe ja die Product Chart Challenge mit den beiden aus folgendem Grund gemacht. Yannick ist wirklich super gut darin, die Videos aufzunehmen und er hat ja auch einen Breakdown auf seinem Kanal. Und Tim ist natürlich mein Lieblingscolorist, ohne Frage. Und er hat auch einen eigenen deutschen Kanal, wo er euch zeigt, wie ihr Color Grading betreiben könnt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, checkt die beide ab. Ich habe sie da oben verlinkt in den Infokarten und nochmal in der Beschreibung. Schenkt ihnen ein Abo, weil die sind wirklich echt Gold wert, die beiden Kanäle. So, aber kommen wir doch erstmal zu den Videos. Und da können wir leider gar nicht alle angucken, weil wir haben nämlich ein paar Einsendungen bekommen. Aber ich werde euch ein paar Honorable Mentions zeigen und wir werden heute Gewinner küren. Und wir finden heraus, wer von denen, die eingesendet haben, noch das LUT Packle und wer das Kinetic Title Pack gewinnt. Aber bevor es jetzt direkt zum Siegertreppchen geht, möchte ich vorher noch ein paar Videos zeigen, die es leider nicht aufs Siegertreppchen geschafft haben, die ich allerdings trotzdem gerne noch zeigen würde. Und das ist einmal der Micha von Foodwerkstatt, der das Originalkonzept ganz gut durchgeführt hat. Und das andere ist der Joni, der ganz knapp am dritten Platz vorbeigeschrammelt ist. Und der hat wirklich ein Video, was sich auch lohnt zu zeigen. Also fangen wir an mit Micha von Foodwerkstatt, setzen wir unsere 3D-Brillen auf und dann geht's los. Film ab! Es ist eine ziemlich gute Ausführung von dem, was ich auch gemacht habe. Es fehlt allerdings an manchen Stellen so ein bisschen Detailarbeit. Dennoch eine gute Leistung. Danke, Micha. Und wenn ihr mal nach einem Rezept sucht, dann schaut doch mal bei Micha von Foodwerkstatt vorbei. Er lädt dort regelmäßig Videos hoch zu einfachen und schnellen Rezepten. Okay, kommen wir mal zu Joni, weil Joni hat den dritten Platz um Haaresbreite verfehlt. Es ist wirklich ein klasse Video, vor allen Dingen die ganzen Texteffekte, die quasi den Weg der Bohne zeigen. Vom Umkippen über das Fallen durch das Feuer bis zum Ende hin. Aber wir hatten das Gefühl, der Text kämpft hier zu sehr um Aufmerksamkeit. Eigentlich soll es ums Produkt gehen. Allerdings haben wir alle gesagt, die Schriftanimation am Ende ist mega cool und das solltest du dir für deine nächsten Videos beibehalten. Super schön gemacht. Okay, und damit kommen wir zu den Treppchen. Und der dritte Platz geht an einen, der wirklich vom Konzept her um so viel anders war als alle anderen, das wir gesagt haben. Und das ist cool, weil Werbung soll immer Aufmerksamkeit erregen. Und genau das hat sich Marco von MB Movies auf die Fahne geschrieben und uns mit einem Konzept überrascht, was ganz schön anders ist als der ganze Rest. Schaut's euch an. Und dafür gibt's den dritten Platz. Was uns hier besonders gut gefallen hat, war vor allen Dingen neben dem Konzept auch das Sounddesign. Beim Color Grading haben wir uns ein bisschen gestritten, müssen wir ehrlich sein. Ich fand schön, dass die Bearbeitung von Shot zu Shot immer mehr wurde. Yannick fand das dagegen nicht so cool. Aber das ist ja nicht so schlimm. Er hat es hier mit Intention gemacht und das Color Grading mit Intention ist wirklich eine super Sache, die man sich auf die Fahne schreiben kann. Und ansonsten muss ich sagen, schön, dass du eingereicht hast. Das ist wirklich ein interessantes Konzept und deswegen gewinnst du den dritten Platz. Different is the new better, my friend. Wollt ihr mal wissen, was auf meiner Garfield-Tasse steht? Okay, kommen wir zum Platz 2. Platz 2 hat uns mit etwas überrascht, was kein anderer in dem Sinne gemacht hat. Nämlich mit einem Voice-Over. Film ab für Platz 2. Und alles beginnt hier. Gepflückt von den Bäumen,
die röstet in der Glut, gemahlen in das schwarze Gold zu halten, aufgegossen und in einen Tropfen vereint, eine Tasse gefüllt mit so viel Geschichte, gefüllt mit Genuss, Energie, gefüllt mit Kaffee. Die Einsendung kam von Daniel Taram, der wirklich Längen gegangen ist und nochmal selber was aufgenommen hat, um das Ganze zu untermalen. Einfach wirklich schönen Sprecher dabei zu haben und vor allen Dingen das Sounddesign war hier grundsätzlich durchgehend schön und gut umgesetzt. Das fand ich richtig, richtig toll. Und Tim hat hier angemerkt, dass die Vignette zwar ein ganz kleines bisschen zu stark ist, aber hier sehr gut funktioniert, das ganze Geschehen in die Mitte zu fokussieren des Bildes. Und das ist wirklich super. Also Daniel, schau mal in deinen Postkasten. Du hast von uns eine E-Mail, denn wir müssen ja noch wissen, wo wir das gute Stückchen Fototasche hier hinschicken dürfen. Okay, kommen wir zu Platz Nummer 1. Der erste Platz geht an Felipe Schrettenbrunner. Oder auch bekannt als Fischei. Checkt mal sein Instagram-Profil aus. Er macht vor allen Dingen Porträtfotografie und deswegen hat es mich sehr überrascht, eine Einsendung von ihm zu erhalten mit so viel schöner Bewegtbildmanufaktur. Oder Bewegtbildhingabe? Bewegtbildanimation. Okay, ich spann euch nicht mehr auf die Folter. Auf geht's, Platz Nummer 1. Tonight we're gonna dance. Oh, 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 meine Linse, geht's dir gut? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Diese Einsendung war jetzt wirklich von der Musik, vom Sounddesign und von den Animationen wirklich etwas, wo wir sagen konnten, dem geben wir gerne der erste Platz. Und der war auch einstimmig von allen dreien, also von Yannick, von Tim und von mir, zum ersten Platz gekürt. Unangefochten Platz 1. Also Philippe, du hast den Wi-Fi-Transmitter von Inky gewonnen. Den kannst du ganz einfach auf deine Kamera dran schrauben, das mit HDMI verbinden und dann schickt dieses kleine Teil hier das Bild deiner Kamera mit einer leichten Verzögerung an ein Tablet oder an ein Handy. Das bedeutet, falls dir jemals ein Kunde auf der Pelle hockt beim Film, drück ihn einfach ein Tablet mit der App dazu in der Hand. Also das ist so eine Investition, die gerade bei Kundenshoots richtig cool kommt. Und du gewinnst zusätzlich noch eine Privatstunde mit Tim, meinem Lieblingscoloristen. Und für alle die, die jetzt noch nichts gewonnen haben, schaut mal in eure Postkästen. Ihr habt bereits eine E-Mail mit einem Trostpreis. Und jetzt bekommen wir gleich raus, wer das LUT-Pack und wer mein neues Title-Pack für DaVinci Resolve 17 gewinnt. Der erste Gewinner ist Micha von Foodwerkstatt. Micha, du hast gewonnen. Du bekommst das LUT-Pack. Und jetzt gucken wir mal nach dem zweiten Gewinner für das Title-Pack. Oh, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Da, seht ihr es? Könnt ihr es lesen? Kommt rüber. Und es ist Max Mustermann. Für die, die ihn nicht kennen, Max, es freut mich echt, dass du das Title-Pack gewonnen hast. Du bist ein langjähriger Fan meines Kanals. Und deswegen lasse ich dir das jetzt gleich zukommen. Und an alle, die jetzt nicht gewonnen haben, keine Sorge, ihr habt auf jeden Fall einen kleinen Trostpreis mit in der E-Mail bekommen. Und damit geht die Product Shot Challenge zu Ende. Aber das wird garantiert nicht die letzte Challenge sein, die ich euch stelle. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim nächsten Mal und ich denke, wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video. Bis dann, Kameramagier. Habt noch eine schöne Zeit bis zum neuen Jahr und ja, macht das Beste aus der Weihnachtszeit. Ciao!